Mein Name ist Nermin, ich bin Journalistin und komme aus Wien. Was in Paris passiert ist, hat mich erschüttert. Redakteure einer Zeitung und weitere Menschen werden einfach ermordet. Einen Tag vor der offiziellen Trauerfeier in Paris ruft mich jemand von der muslimischen Jugend Österreich an. Sie wollen nach Paris fahren, um ein Zeichen gegen Hass und Gewalt zu setzen. Ich begleite diese Gruppe junger Österreicher mit meiner Kamera. Der Rai war auch mit dabei. Ja, danke. Eigentlich war ich geschockt. Ich habe nicht lange nachdenken müssen und ja, sofort mich entschieden. Halt, wir haben uns dann 60 Leute rasch gefunden und sind halt mit dem Bus sozusagen gleich nach Paris gefahren, Samstag Nachmittag. Warum war es für dich persönlich wichtig, dort aufzutreten? Naja, für mich persönlich ist es sehr wichtig, sozusagen ein Zeichen dagegen zu setzen. Es ist was Schreckliches passiert und ich als Mensch in erster Linie, als Muslim, als Europäer, als Österreicher, habe mich verpflichtet einfach gefühlt, mit diesen Leuten, also ihnen beizustehen und mit ihnen zu solidarisieren und einfach damit man gemeinsam ein Zeichen sozusagen setzt und der ganzen Welt und gerade diesen Extremisten zeigt, man bekommt uns so leicht nicht unter. Schon in der Metro fällt die Gruppe aus Österreich auf. Muslime und Musliminnen, die Deutsch sprechen. Wenn die Jugendlichen ein französisches Wort an diesem Tag gelernt haben, dann ganz bestimmt Autriche, Österreich. Je suis Charlie steht auf Plakaten. Aber auch Je suis Ahmed ist zu lesen. Der von den Terroristen getötete Polizist war auch Muslim. Alle, die da sind, wollen ihre Solidarität ausdrücken. Frankreich scheint ungebrochen zu sein. Ich habe keine Angst ist auch immer wieder zu lesen. Es war sehr bewegend, auch sehr emotional, weil man geht halt mit den Menschen, die man eigentlich nicht kennt, aber man steht sozusagen für dasselbe Prinzip, für dieselben Werte. Ich hatte die Ehre, in der Botschaft zu sein. Wir wurden sehr gut empfangen, sehr herzlich empfangen vom stellvertretenden Botschafter, vom Gesandten von Österreich. Und es war eigentlich sehr angenehm. Es war wirklich, als würde man sozusagen eine Pause zu Hause machen, kurz nach Hause kommen. Die Menschen haben sehr positiv auf uns reagiert, haben uns sehr herzlich empfangen und waren sehr nett zu uns. Ich glaube, dass solche Attentate europäische Muslime am meisten treffen, weil sie im Namen ihrer Religion begangen werden. Scheinbar gleichgesetzt mit Terroristen werden islamische Einrichtungen noch am selben Tag geschändet. Der Hass dieser Menschen richtet sich allerdings gegen die Falschen. Davon bin ich überzeugt. Dass so viele Jugendliche extra für die Gedenkfeier aus Österreich gekommen sind, hat die Herzen vieler Franzosen bewegt. Aus Wien, aus Graz, aus Salzburg, aus allen Ecken, ja? Aus allen Ecken, ja? Und das könntet ihr ganz schnell organisieren aus diesen vielen Ecken? Ja, wir sind einfach durchgefahren. Ah ja, toll. Ja, ich gratuliere euch. Ja, das ist gar nicht so einfach, ja? Bei den Gedenkstätten vor der Redaktion Charlie Hebdo und am Todesort des Polizisten Ahmed Merabet liegen Stifte und Papier. Für mich symbolisieren sie Meinungsfreiheit und den Mut, trotz Verluste weiterzugehen. Kerzen leuchten und lassen mich die Kälte dieses Abends vergessen. Was ich von dieser Reise mitgenommen habe, ist sehr viel. Einerseits, dass man sich wirklich nicht unterkriegen lassen sollte. Weil genau das wollen diese Akteure, diese extremistischen Akteure, egal von welcher Seite, wollen jemanden Angst machen und wollen uns sozusagen als Gesellschaft spalten. Und das sollten wir nicht zulassen. Und was ich dort mitbekommen habe, ist, dass man das auch nicht zulässt. Die Franzosen waren sozusagen eine Hand gegen den Terror, egal von wo man kommt. Und das hat mich sehr mitgenommen eigentlich und hat mich auch sehr motiviert. Ein Gedanke beschäftigt mich auf dieser Reise fast durchgehend. Jeden Tag werden Menschen durch Bombardements umgebracht. In Nigeria wurden zuletzt rund 2000 Menschen von Terroristen getötet und fast täglich sterben syrische Flüchtlinge wegen der Kälte. Hier wie dort sind es unschuldige Menschen. Ich wünsche mir auch da einen Aufschrei, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Doch die bleiben aus. Die Fragen, wie viel ist ein Mensch wert? Warum wird nicht um jedes Menschenleben gleich viel getrauert, sind nicht leicht zu beantworten. Diese Menschen sind im Tod gleich, warum nicht auch im Leben?